eine fast so schade zum Essen. Ja. Christina. Das ist das hier die außergewöhnlichste Werkstatt, die es auf der Welt gibt. Also wenn ich das sehe, was hier stattfindet, an Konzerten und an Kochen und an Aktivitäten und eben heute am großen Kino, dann ist es schon wirklich bemerkenswert, was Fute, was Fu, was ihr hier im Team auf die Beine stellt. Also das ist wirklich. Aber ich glaube, dass was dich, Herwig, und auch die Barbara und auch die Michael Röse und mich auch geeint hat, war Richard Siebenbürger. Und Matthias Meyer ist noch, die haben wir noch nicht vorgestellt. Und Barbara, du, also eigentlich hat ja dir alles gewonnen, so muss man das jetzt mal sagen, ne? Ich mach ja Richard Siebenbürger auf. Wir waren natürlich stolz wie Oscar, jetzt geht's auch nach Hollywood. Viel Spaß in dem. Komm zurück ins Haus. Das ist Leonhard Muhr, auch der Name wurde natürlich irgendwie übernommen. Der Vater von Dolores, der starb an einem Herzinfarkt, war ein Schock für uns alle. Und drei Wochen nach dem Abschluss der Dreharbeiten ist mein Vater tatsächlich an einem Herzinfarkt gestorben. Die Grimme-Preis-Nominierung, die hat natürlich viel bewirkt. Und da habe ich nochmal vielen Dank an dich und natürlich auch an dich, Ute. Vegetarian. Das ist völlig klar. In Deutschland kannst